du Sattler, was hast du mit World Rusty 2 gemacht? Ja, hallo, herzlich willkommen beim Boost Sidewinner. Herzlich willkommen auf meinem Channel, ich bin Boost Sidewinner. Herzlich willkommen bei Mercedes-Benz World Racing. So, kurze Info. Warum habe ich jetzt World Racing Mercedes-Benz gelöscht? Die Sache ist eigentlich klar, warum ich das gelöscht habe. Da geht's aber ins Wasser. Okay, ich spiele ja auf Need for Speed 4 Map. Ja, warum habe ich, entschuldige, ich lenke schon wieder ab. Warum habe ich gerade World Racing Mercedes gelöscht? Ihr habt das sicherlich schon gemerkt in den Aufnahmen, habe ich enorme Soundprobleme. Es sind keine kleinen, es sind mega viele gewesen. Es war einmal ein Tonstottern dabei, was echt eklig war. Aber das hätte man verzeihen können. Jetzt kommt der Blöde, das war wie Ulle Asynchron und jedes Mal bei manchen Videos, wenn ein Clip da geendet hat, war kein Sound mehr da. Und dann habe ich mir gedacht, pass mal auf, mach mal die Dinger rein und guck mal, wie die ankommen. Hab gemerkt, die kommen scheiße an, deswegen schmeiße ich das ganze Let's Play nochmal raus. Nimm das bis zu dem Teil an, wo wir wo wir eigentlich bei Part 6 sind, wo die Aufnahme eigentlich ganz gut ist. Und die Berge sehen da irgendwie eigenartig aus, aber die Map ist ganz cool gemacht. Die ist von For Speed Porsche. Und wie gesagt, mach mir jetzt erstmal ein Zweitprofil, starte nochmal von vorne alles. Und dann werden wir genau da weitermachen, wo mir das Profil halt, wo die Aufnahme angefangen hat, normal zu sein. Ich habe ja erst mit MP4 aufgenommen, was mein Fehler war. Das ist nämlich die Datei, die nämlich so im Arsch ist. Und danach habe ich mit AVI aufgenommen. Also spätestens Part 6 wäre mit AVI gewesen. Und diese Dateien, die sind alle vollkommen in Ordnung. Die auch, die ich jetzt machen werde, die ist auch wieder vollkommen... danke fürs Hochschalten. Das Problem haben wir übrigens immer noch. Das ändert sich auch so nicht. Wie gesagt, auch hier hört ihr auch alles vollkommen synchron, auch nach dem Rendern. Wie gesagt, ich werde jetzt die Folge 1 bis 5 nochmal von vorne machen. Wir biegen mal hier rechts, links ab. So gesehen ist das eigentlich nur ein Infovideo. Ich zeige euch jetzt halt nur mal kurz die Strecke hier. Die wollte ich eigentlich ganz am Ende fahren, aber naja, eigentlich schulde ich euch jetzt ein bisschen was bei der Kacke, die ich da angestellt habe. Oh, Leute, ich weiß nicht, wer sich gerade mehr aufregt, weil ihr so eine Scheiße von mir bekommen habt? Oder ich, weil ich euch so eine Scheiße gegeben habe, weil ich fühle mich teilweise ein bisschen schuldig für meine Kacke. Leute, ohne Witz, die Aufnahmen, tut mir wirklich leid, dass die wirklich so geworden sind. Entschuldigung. Aber wie gesagt, ab Part 6 ist alles wieder normal. Jetzt hatte ich gerade einen kurzen Zuckler. Und ab Part 6 werden wir wieder ganz normal anfangen. Ich habe ja auch schon bis Part 10 oder so aufgenommen und gerendert. Könnte jetzt ein kleines bisschen dauern, bis überhaupt mal eine Folge wieder rauskommt von dem Ding. Weil ich muss ja erstmal rendern. Ich muss ja erstmal auf... Siehst du, da kommt auch noch dazu. Ich muss aufnehmen und rendern. Und, oh Gott, Leute, ey, das wird auf jeden Fall was dauern. Bis, also vielleicht ein Wöchlein, auf jeden Fall bin ich dieses Wochenende ja nicht da. Ja, ich weiß, hat euch eigentlich nicht zu interessieren. Wie gesagt, die Folgen kommen auf jeden Fall nochmal. Nochmal von neu, ich werde auch vernünftig reden und so tun, als wäre nichts passiert einfach. Der Einzige, was sich halt ändern wird, dass ich halt ein anderes Profil habe. Vielleicht suche ich mir einen anderen Fahrer dabei. Mir wirkt die Karre gerade ab. Die kommt den Berg nicht hoch. Komm, Mercedes. Alter. 300 SL. Ja, das ist super. Das ist übrigens der 300 SL, den wir in Folge 4 oder 5, nee, 3 oder 4 freigeschaltet haben. Das seht ihr alleine nicht. Schönes Auto übrigens. Ja, wie gesagt, kommt noch, muss Zero Dawn LP fragen, ob der mir ein neues Banner macht, weil ich hätte gerne ein neues Banner, was eigentlich ein bisschen mehr zu meinem Channel passt, weil das mit dem Let's Plays mit Wolf Instinct, wollte ich schon sagen, Wolf Instinct, das finde ich jetzt, ja,
finde ich das mittlerweile. Da könnte man ein neues her. Ja, ja, sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Zu kommt noch Midnight Club 2 kommt noch hinzu. Das werde ich wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich das morgen hochladen. Nee, ich weiß auch allgemein nicht, wann ich das Video hochladen werde. Das weiß ich ja nicht, Leute. Weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt erstmal nicht da. Für eine kurze Zeit. Und wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür, dass Metzler das World Wrestling so kaputt war, ey. Das hat mich so aufgeregt, Leute. Das hat mich echt mehr aufgeregt als ihr, weil das Spiel ist echt riesig und wir haben hier Finish. So, wir sind einmal durch. Muss ich natürlich manuell machen. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das jetzt nochmal neu machen muss, ja. Zeigen werde ich euch hier nichts, das mache ich definitiv für den Let's Play. Hier könnt ihr schon gucken, wie weit wir waren. Wir waren bei 35%. Fuck, sage ich nur. Ja, und wir sehen uns halt nächstes Mal wieder, wenn Boost Sidewinder wieder mit World Racing 1 von vorne anfängt. Ja. Werdet ihr ja dann sehen. Müsst ihr nur auf meinem Kanal oder Facebook gucken gehen, da sieht da die Kacke her. Ich muss mal eine Steam-Gruppe aktualisieren, weil aktualisiere ich nie was. So Leute, jetzt, das war's aber mit der Info. Ich bin der Boost Sidewinder, ihr seid meine Zuschauer, du bist mein Zuschauer, ich mag dich, lass uns knuddeln. So, und bis zum nächsten Mal, bevor ich mich hier nur einweise. Und wenn das Ding nochmal an so krumm ist, ne, dann hau ich mir so dermaßen auf die Schnauze, dass meine Schnauze am Jucken ist. So, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein.